Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle ganz herzlich und freue mich, dass ihr da seid. Und den Text für die Andacht möchte ich heute lesen aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 41 bis 47. Da heißt es: Die nun sein Wort gern annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tag bei 3000 Seelen. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kamen auch allen Seelen Furcht an und geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig waren, waren beieinander und hielten alle Dinge gemeinsam. Ihre Güter und Habe verkauften sie und teilten sie aus unter den allen, nachdem jedermann Not war. Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern, nahmen die Speise und lobten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten Gnade bei ihm das ganze Volk. Der Herr aber tat hinzu täglich, die da gerettet werden sollten, zu der Gemeinde. Liebe Freunde, ich möchte bei dem Vers 42 einmal hängen bleiben. Weil der Ruach HaKodesh so mächtig in der ersten Christengemeinde gewirkt hat, deshalb verharrten die Jünger in der Apostellehre und in der Gemeinschaft. Sie waren so ganz durchdrungen von der Bruderliebe, dass sie nicht erwarten konnten, bis die Versammlungen begannen, wo sie Gemeinschaft miteinander haben konnten. Sie blieben beständig in der Apostellehre und im Brotbrechen und im Gebet und in der, das habe ich vergessen, Gemeinschaft. Vier Dinge. Wie ein Tisch, der auf vier Füßen steht, stabil und nicht wackelt. Es ist also nicht so, dass man in der Versammlung eine Woche dies, eine Woche jenes, eine Woche die dritte Sache geübt hat, sondern es waren vier Bestandteile, die die Versammlung als solches ausmachte. Man kam zusammen, um das Apostelwort zu hören, um einander Gemeinschaft zu haben, aber auch Gemeinschaft dem anderen zu geben, um das Abendmahl zu feiern und zu beten. Sie haben nicht einen Sonntag nur gebetet, einen Sonntag nur gekuschelt, um Gemeinschaft zu üben, einen Sonntag nur dies und den vierten Sonntag. Nein, es waren vier Bestandteile, die in einer Versammlung zusammenkamen. Darum ging es auch in diesen Zusammenkünften. Diese Zusammenkünfte allerdings fanden jedoch oft in langer Zeit im Geheimen statt. Sie trafen sich in Katakomben, wo sie oft unter Hingabe ihres Lebens das treue Wort Gottes hörten und das Mahl des Herrn feierten. Heute, wo sie in unseren Breiten das Wort Gottes so wohlfeil ist, bringen die Christen keine so großen Opfer mehr. Um zusammenzukommen und sich zu erbauen, viele sind träge, lau und schläfrig geworden und gehen sogar so weit, dass sie manches Wort in der Bibel
aus ihrem Leben streichen und sagen, das gibt es heute nicht mehr, das ist nicht so wichtig. Früher liefen sie viele Kilometer durch Wind und Wetter, weil ihre Herzen brannten. Heute aber kommen manche seltener, trotz Auto. Wir sind eben in der ganzen anderen Zeit hineingekommen. Ich hörte, in Amerika sei es vielerorts schon so weit, dass sie an ihren Gottesdiensten über Radio- und Fernsehapparate teilnahmen. Das geht natürlich auf Kosten der Gemeinschaft. Eine gefährliche Zeit. Lasst uns nicht unsere Versammlungen verlassen, sagt Jeschua, wie etliche pflegen, besonders jetzt, wo wir es so reichlich haben können. Wollen wir das Brot des Lebens suchen und uns gemeinsam daran erbauen und erfreuen? Mir scheint, es werden wieder andere Zeiten kommen, wo Gott seinen Kindern den Brotkorb etwas höher hängt, damit sie wieder besseren Appetit bekommen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist das kostbarste Gut, was uns als Gotteskindern der Ruach HaKodesh schenkt. Lasst uns suchen. Lasst uns diese Gemeinschaft suchen. Einander beistehen, ermutigen, ermahnen. Lasst euch nicht entmutigen oder enttäuschen, wenn ihr manchmal durch falsche Brüder enttäuscht werdet. Und dabei ist die Versammlung, die wir behalten sollen, nicht unbedingt eine Gemeinde, in der Lug und Trug herrscht, in der falsche Lehre herrscht. Es kann auch eine Versammlung von 2, 3 Familien sein in den Wohnzimmern. Denn wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie sich trafen hin und her in den Häusern. Hin und her in den Häusern. Gott ist es, der uns liebt und der uns zusammenführen will. Und er spricht auch: Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Die Verheißung für die Endzeit liegt auf den kleinen Verheißungen, der kleinen Gemeinden. Ich glaube nämlich, dort, wo die großen Gemeinden sind, ist keine Gemeindezucht mehr. Dort kann der Teufel regieren und Christen verführen und zum Abfall führen. In kleinen Gemeinschaften trägt man sich gegenseitig, ermahnt sich gegenseitig. Lasst euch sagen von den Brüdern und Schwestern. Lasst euch tragen von dem Gebet der Geschwister. Nehmt teil am Brotbrechen und am Gebet. Darum bitte ich euch, liebe Freunde, lasst euch nicht in die Irre führen. Haltet fest und denkt daran. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft und im Gebet. Mein ehemaliger Seelsorger, hatte ein Freizeitheim am Chiemsee. Und der Tagungssaal, in dem waren 4 kleine, also nur dünne, aber doch 4 Säulen, die zur Decke hochgingen, um die Decke, als wenn sie die Decke tragen würden. Und auf diesen Säulen standen diese 4 Dinge.
Brotbrechen, Gemeinschaft, Gebet und das Wort Gottes. Und ich sage euch, eine Gemeinschaft wird sterben, wenn man eines dieser Dinge weglässt, so wie ein Tisch umkippt, so wie ein Tisch umkippt, wenn ihm ein Bein fehlt oder furchtbar wackeln wird. Haltet euch fest am Wort Gottes, studiert sein Wort, habt Gemeinschaft mit Geschwistern, übt die Gemeinschaft, das Brotbrechen. Amen.